Eile ist geboten. Aus einer scheinbaren Bagatellverletzung oder einer eigentlich harmlosen Infektion kann sich eine lebensbedrohliche Situation entwickeln, eine Sepsis. Das große Problem, Sepsis wird oft zu spät erkannt. Alle 3 Sekunden stirbt ein Mensch auf der Welt aufgrund einer schweren Sepsis. Allein in Deutschland, einem hochentwickelten Land, zählt man über 60.000 Sepsistote pro Jahr. Weitestgehend unbekannt ist, dass die Sepsis Rang 3 der häufigsten Todesursachen einnimmt. Die Sepsis tritt dann auf, wenn Krankheitserreger wie etwa Bakterien, Viren oder Pilze in die Blutbahn gelangen und sich dort vermehren können. Das menschliche Immunsystem reagiert mit einer konzertierten Aktion gegen diese Erreger, einer systemischen Entzündungsreaktion. Gerät die Situation außer Kontrolle, kommt es zum sogenannten Zytokinsturm, in dessen Folge sich ein Multiorganversagen entwickeln kann. Eine trotz moderner Intensivmedizin oft nicht beherrschbare Situation mit schlechter Prognose. Deshalb suchen Wissenschaftler und Mediziner nach neuen Behandlungsmethoden. Ein innovativer Ansatz ist die in den USA entwickelte Cytosorb-Therapie. Kernstück dieses Blutreinigungsverfahrens ist ein intelligenter Adsorber, der in der Lage ist, Entzündungsmediatoren und Toxine sicher und effektiv zu entfernen. Das Immunsystem wird neu ausgerichtet und das Herz-Kreislauf-System stabilisiert. Ärzte erlangen so die Kontrolle über ihre Sepsis-Patienten zurück. Da das Verfahren einfach an im Krankenhaus vorhandene Dialyse- und Herz-Lungen-Maschinen angeschlossen werden kann, sind Personal- und Technikaufwand minimal. Der Einsatz von Cytosorb kann dadurch sehr schnell erfolgen. Ein wichtiger Aspekt, denn bei der Sepsis zählt jede Minute.